Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf ein Wort. Ja, guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Ihnen eine Übersicht geben über die Dinge, die wir Ihnen im Oktober präsentieren möchten. Einmal ein kurzer Rückblick. Also ich hoffe, Sie haben den Forschungsnewsletter im September gesehen und mal reingeschaut. Der nächste wird dann im November fällig und ich arbeite gerade dran. Ich hoffe, Sie haben Sachen darin gefunden, die Ihnen gefallen. Ja, dann noch mal eine kurze Erinnerung an den Lichtblick Phänomenta. Da ging es um Gartengestaltung, interessante Objekte, die Menschen anregen, andere sensorische Erfahrungen zu machen und deren Folgen für die kognitiven Funktionen. Und dann noch mal ein Rückblick auf unseren Beitrag Technik ohne Kontext kann auch schaden. Nicht? Also es kommt immer darauf an, Technik zu personalisieren. Und nur dann hat sie einen Sinn. Gut, was kommt im Oktober? Als erstes ist ja dieser Film Father mit Anthony Hopkins sehr gelobt worden und ich möchte Ihnen da eine kleine kritische Antwort drauf geben. Also ich finde diesen Film sehr bedenklich. Das zweite ist ein Beitrag zum Empowerment für Menschen mit Demenz und zwar aus der Perspektive der Betroffenen selbst. Nicht? Was also die Betroffenen sagen, ist, im Wesentlichen wollen wir so weiterleben wie bisher und wir möchten, dass unsere Entscheidungen fraglos akzeptiert werden. Und das verstehen die unter Empowerment. Ist ganz interessant im Unterschied zur üblichen Definition von Empowerment. Ja, dann ein größerer Beitrag zum Thema Einsamkeit. Das ist ja sehr stark fokussiert worden, auch im Rahmen von Corona. Da wird so deutlich, also Menschen, die so aus den primären Produktionsprozessen oder Primärprozessen der Gesellschaft so rausfallen, die kommen sehr schnell in die Einsamkeit. Also die Hauptzüge der gesellschaftlichen Prozesse sind eigentlich für Menschen, gerade die hochaltrig sind und allein sind, sehr stark exkludierend und führen damit schnell zum Phänomen der Einsamkeit. Also eine Zusammenfassung ganz vieler Studien, die in den letzten Monaten zu diesem Thema erschienen sind. Ja, es kommt dann noch so ein kleiner Beitrag, Future on Stage, also ein kleiner Beitrag zum Thema ambulante Pflege. Da kriegen Sie dann noch eine Nachricht. Zwei Seminare, an die wir noch erinnern wollen. Einmal ein Seminar Pflege von Menschen mit Depressionen im Alter. Ja, also das Thema Depression ist sehr viel weniger im Fokus als das Thema Demenz. Und wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dieses Thema mehr in den Vordergrund zu schieben. Und ein Präsenzseminar Personenzentrierte Haltung erfassen und verändern von unserer Kollegin Dr. Claudia Zemlin aus Berlin. Ja, soweit mal ein kurzer Überblick für diesen Monat. Schauen Sie mal rein auf unsere Blogbeiträge, blättern Sie auch mal in dem, was es alles schon gibt. Ich freue mich über Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen goldenen Oktober. Bis dahin, schönen Gruß, Christian Müller-Hergel. Auf ein Wort.